Das ZSC1 TV-Update wird präsentiert vom Hotel Meiringen, das moderne, gediegene Hotel mit den persönlichen Noten im Herz der Schweiz. Aus zweiter Spiel gegen Kloten Flyers mit 2-1. Ja, ein bisschen mehr Goal hat es das mal gegeben. Das erste geschossen vom Ronald Keynes und das zweite vom Ryan Keller. Es ist sein 11. Treffer in diesen Playoffs. Damit ist er absoluter Torschützenkönig in diesen Playoffs. Wir gehen gerade runter zu den Spielern. Der Michi Gablazzi hat einen Intro-Partner bei sich. Ronald Keynes, herzliche Gratulation zum Sieg 2 in dieser Serie. Wie hast du den Match gesehen? Eben, ich meine, das erste Spiel haben wir sehr gepackt. Also packt ihm die Heime und ist am Fuß. Das ist sehr wichtig zum zweiten Sieg holen. Eben der Lukas Flöhler war unglaublich im Goal heute und das war sehr wichtig für uns. Habt ihr irgendetwas umgestellt für den Match heute oder spielt ihr sowieso immer euch ein System, egal ob daheim oder auswärts? Nein, ich meine, eben, es war sehr wichtig, dass wir sind alle 5 defensiv und haben alles Schuss blockiert und einfach gespielt und das hat uns Sieg geholt. Du bist wieder erfolgreich gewesen, wieder mal ein Goal geschossen. Ich glaube, dir läuft es im Moment auch hervorragend. Also was heisst wieder Erfolg gewesen? Ja, ich meine eben, das passiert ab und zu, das kann ich auch Goal schiessen und das ist schön. Ich nehme an, du würdest auch gerne mit einem Meistertitel im Sack dann den ZSC verlassen, oder? Ja, sicher, das wäre sicher schön. Wie siehst du es jetzt nach dem 2-0? Ist schon die Vorentscheidung gefallen? Nein, das ist noch nicht so weit. Jetzt muss ich konzentrieren auf den nächsten Match. Lukas Flöhler, herzliche Gratulation zum Sieg 2. Wie hast du den Match gesehen, so von hinten raus? Ja, ich glaube, sie sind 1-0 in Führung gegangen, sehr gut gestartet. Aber wir konnten die Antwort geben. Und das war sehr wichtig, dass wir das Spiel offen gehalten haben und das glückliche Ende auf unserer Seite gehabt. Und du spielst ja im Moment unglaublich. Also die letzten 2 Matches zu 0 heute einen bekommen, obwohl immer eingedeckt wirst mit Schuss. Hast du dich speziell motivieren auf die Playoff? Auf Playoff muss man sich nicht speziell motivieren. Ich glaube, wir sind alle bereit. Wir probieren uns das Beste zu geben. Heute ist es geklappt, heute hat es geklappt. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen nur 5% steigern, wenn wir im Hallenstadion dann eine Chance haben. Wie Kloten, es ist ein gutes Team und sie werden sicher noch voll kommen. Und wir müssen auch unser Bestes Hockey zeigen. Was hast du das Gefühl, jetzt nach dem 2-0, ist die Vorentscheidung gefallen oder kommt Kloten jetzt erst recht? Was erwartest du? Nein, eben so Zeug, das kann man sich gar nicht überlegen. Kloten macht das Spiel so gut, sie macht das Spiel schwer, es ist immer ausgeglichen, es kann auf beide Seiten kippen, es könnte jetzt auch 2-0 für Kloten stehen, das müssen wir ganz klar sehen und es kann sehr schnell gehen in den Playoffs. In den nächsten 5-6 Tagen haben wir wieder 3 Spiele und wir wollen jetzt das nächste Vollgas geben und schauen, dass wir dort einen Sieg holen. Wie haben das mit den Physis? Ich meine, wir haben bis jetzt über das ganze Programm müssen machen, über 7 Spiele im Viertel- und Halbfinale sind wir noch voll parat oder das ein oder andere WWL ist rum. Ja, es ist Playoff-Final, da spürt man das. Man spürt es zwar, aber mich kann es gut wegstecken. Ich glaube, mit diesen Emotionen und diesen Fans rundherum ist genial. Da tut man einmal ein Böbeli, ein bisschen Pflaster drauf und erst dann nach der Saison dann das Ganze richtig behandeln. ZSC1 sitzt also 2-0 vor in dieser Finalserie, aber das heisst noch gar nichts. Es braucht jeder einzelne Fan am Donnerstag im Hallenstadion im Spiel 3. Und natürlich sind auch wir vom ZSC1 TV wieder mit dabei.